Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte vom Nirgendwo. Und heute habe ich euch mal was Süßes, Kleines von früher mitgebracht. Ein Set aus dem Jahr 2000, die 5920, der Island-Flitzer vom Baron von Baron. Die Box habe ich natürlich leider nicht mehr, das hier ist die kleine Anleitung. Ich kann sie auch gleich aufklappen. So viel ist da nicht. Ich kann auch die auch ganz zeigen. Das ist die eine Seite. Und das hier dann die andere. Und nach neun Bauschritten ist das Ganze zusammengebaut. Hat ein cooles Fahrzeug. Und da sieht man noch ein anderes Set mit dem Baron von Baron. Der Baron von Baron hat ja in letzter Zeit wurde wieder bekannt, also der war jetzt längere Zeit verschwunden, aber das Haunted House, das gehörte dem Baron von Baron, dem hier. Also da wurde er wieder aufgelebt mit vielen Sachen und ja, das ist einfach auch eine coole Minifigur. Zeigt ihr euch gerne mal. Also eben, ich habe hier nur dieses süße kleine Set. Das habe ich damals im Jahr 2000 gekauft. Das sieht so aus. Nehme ich mal den Helm ab. Sieht man auch eben, der hat da so eine Piratenhand. Und eine Knarre und noch so ein Glas im Auge. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Monokel heißt das, genau. Eine coole Figur zur damaligen Zeit und auch heute noch so ein Abenteurer, der um die Welt reist, Abenteuer erlebt und hier mit diesem Flitzer herumfährt. So sieht es aus. Da ist nicht viel dran, habt ihr gesehen an der Anleitung, ist relativ schnell zusammengebaut. Kostete aber damals, glaube ich, auch nicht allzu viel. Weiß ich natürlich nicht mehr, was das gekostet hat, aber das Fahrzeug sieht doch dementsprechend noch cool aus. Also ich fand das ein cooles Set, finde es auch heute noch ein cooles Set und ich finde, es sollte auch mehr so kleine, süße Sets geben. Eine coole Minifigur, cooles Fahrzeug, kann auch ein cooles Haus sein oder was auch immer und man hat Spaß damit. Und vor allem, wenn es so ikonische Figuren sind wie der Baron von Baron, ja, was will man mehr? Habt ihr auch Sets, die alt sind, die vielleicht eben auch den Baron oder Johnny Thunder oder andere Abenteurer oder ja, habt ihr auch solche kleinen süßen Sets von früher? Schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, was ihr zu diesem Set hier meint, wie ihr das findet und ob Lego wieder vielleicht solche kleinen coolen Sachen machen kann zu irgendwelchen Abenteuerserien oder Piraten oder also einfach nur so ein kleines Set kaufen kann, mehr braucht es gar nicht und man hat Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr Lust habt und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Baron von Baron und mit Lego bauen und bis dann.